Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 2 mit der Claire in B-Szenario. So, ich habe mich hier schon mal ein bisschen umgeguckt. Also, alles eingesammelt, was zum Einsammeln war. Jetzt haben wir hier noch ein Büchlein. Heilwirkung von Kräutern. Ja, das kennen wir aber auch schon. Ein Safe Room. Hier war noch ein bisschen Muni. Wir sind eigentlich relativ gut ausgestattet. Draußen wartet ein Zombie auf uns. Das weiß ich jetzt noch. Und da steht er. Einfach mal ganz schnell vorbeihuschen. Ah, nein, 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 nein. Verpieseln Sie sich. Ach, das sind so. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Die braucht etwas schneller zum Nachladen. Ich habe nichts zu fressen. Geh weg. Na, wo kommst du denn jetzt her? Komm, kriegst du auch noch eine Behandlung. Da war mein Messer futsch. So, da hätten wir dies, da haben wir das, da haben wir Ananas. Locker Room. Ja, hier brauchten wir das Ventil. Und hinter Spind Nummer 1 ist ein Dreckstep. Was war das? Cup, ne? Cup müsste es gewesen sein. Und? Tada! Brandgranaten. Hübsch. Noch mehr. Okay, da haben wir schon mal das Kästchen. Anleitung für... Okay. Ich habe hier eigentlich was anderes im Gedächtnis, aber gut. Kann man machen. Ja, er wieder hier in seiner geilen Pose. Pulver. Ich bin mal etwas sneaky. Ach, das Büro der Stars. Aber ich bin fast voll. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die können wir stacken, das ist schon mal nice. Eine Blendgranate, die hebe ich mir mal auf. Munition, was haben wir denn hier? Leons Mitteilung. Verschwindet einfach so schnell du kannst. Und hier hoffen wir, gut geht. Leon. Ja, immerhin hat er schon mal Zeit, das hier zu schreiben. Das sieht nach, ja, Barry Schreibtisch.
Da drüben haben wir Leon. Dann müsste hier irgendwo Claire stehen. Jill. Wer das hier hinten ist, das ist wohl ganz klar Rebecca Chambers. Die lässt uns gleich auch mal ein Erste-Hilfe-Spray da. Ein Pülverchen. Und wir haben. Ja, hier gibt es noch mehr, aber ich kann jetzt gerade nicht mehr looten. Jetzt schon? Ernsthaft? Jetzt schon? Angucken, merken, finish. Weg hier. Entriegelt. Scheiße, wie war das? Haben wir darüber schon was? Ist das der Einhorn hier? Ja. Ist es. Die hat ganz andere Notizen. Das ist Zwilling, Waage, Zwilling. Zwilling, Waage. Das kann ich nur ausprobieren. Schlange. Scheiße. Dreck. Kacke. Hier kommen wir zur Eingangshalle zurück, ne? Nö. Bibliothek. Grund-Safe-Raum. Hallo! Uiuiuiuiuiui, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich hab keine Kekse, hau ab. Alter, kommt der jetzt schon? Das Fenster könnte ich verbarrikadieren. Dann lege ich aber erstmal ab, damit ich die Medaille und alles mitnehmen kann. Ich habe auch viel zu viel Heilung dabei. Was kommt dabei raus, wenn ich das kombiniere? Säuregranaten, sehr sexy. Kann ich aber leider noch nichts mit anfangen. Geil, dann kommt jetzt schon der Tyrant. Der Galoppelhans. Ich will aber die Medaille haben. Wo war die jetzt? Sie war hier hinten, laut Adam Riese. Ne, hier war. Hau ab! Mir das.
gib mir das. Und gib mir das. Und da gucke ich auch direkt erstmal nach, was das ist. Lionstatue. Die Löwenstatue, wo war die denn? Also müsste ich jetzt quasi erstmal retour. Falscher Raum. Nee, hier liegt nichts mehr. Muss ich erstmal zurück den Film entwickeln. Lass dich nicht beim Snacken stören. Hier hatten wir alles, ja. Ja, und Galopp Lines ist auch weg. Sehr schön. Ja, mit Class scheint das ein bisschen mehr Backtracking zu sein. Hier hatten wir auch alles, yes. Ich höre ihn doch schon. Schau, Galoppel Heinz. Himmel, Asche und Wolkenbruch. So, da können wir einmal hier den Film entwickeln, untersuchen, benutzen. Ah, da haben wir direkt von der Löwenstatue alles. Mal wieder digital festhalten. Bam, 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 bam. So. Und da fand ich, hat es Leon aber leichter, der hatte es ja alles im Buch stehen. Der bekam ja quasi alles direkt in die Hand gelegt. Und der Löwe war... Hallo? Ich nicht da bin. Eingangshalle, Eingangshalle, hier rum. Scheiße! Den habe ich nicht gesehen. Ach shit, die Tür war ja zu, ne? Kacke. Au! Sehr ungünstig. Sehr ungünstig. So schon mal nicht. Kacke. Und jetzt renne ich in der Sackgasse. Da brauche ich, welcher ist denn das? Der Pickschlüssel, den habe ich nicht. Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Ja, wir geradeaus. Da, du nervst. Verballer die ganze Muni schon an den. Hä? So geht die nicht. Alter! Wo kommst du, Horsten, her? Alter, ich geh jetzt schon kaputt. Was ist denn jetzt hier kaputt? Hallo? Baller die ganze Muni an den. Weißt du was? Ich nehme jetzt gleich die Granaten und komm mit. Ich habe das Pulver. Kann ich mir noch irgendwie Muni erstellen? Nein.
Ich nehme jetzt erstmal ein First Aid Spray. So. Ja, jetzt habe ich Muni-Knappheit. So, wo war die Löwenmedaille? Ich muss irgendwie in die Eingangshalle kommen. Das war hier rum, hier rum. Ich bin jetzt hier. Da muss ich hier rum. Da ist noch Schießpulver, okay. Feuerleiter, ja, ich bin leider hier auf der Seite. Muss ich jetzt erstmal einen Weg zurückfinden. Vielleicht über zwei. Oh, ne. Bibliothek. Über drei. Komme ich hier irgendwo hin? Wo geht das denn hin? Ne, das ist die Treppe. Verdammt! So, jetzt mal in Ruhe. Da geht's rein. Da ist der Waffenschrank. Da brauche ich einen Pickschlüssel. Die Tür ist zu. Was ist hier mit der? Wie war Zoom jetzt nochmal? Nein. Zoom. Und dann hier so rum. Weiß nicht, was das für eine Tür hier ist. Ich glaube, die gehen nur in die eine Richtung offen. Wo war denn jetzt hier mit ihr der Pickschlüssel? Das frage ich mich. Also das Einzige, was mir jetzt eigentlich in Sinn käme, wäre, dass wir nach oben über... oben lang gehen. Hier war der Locker Room. Moin. So, jetzt sind wir hier. Die Bibliothek ist da drüben. Sammle ich nicht den Rest ein, jetzt gehe ich erstmal hier lang. Gehe hier rum. Sehr schön, haben wir schon mal das Buch. Ich sehe keine andere Tür. Schön, wieder ein Messer. Messer immer gut, das Messer ist mein Freund. Tolle Wurst. Das war klar. Da brauche ich den Wagenheber wahrscheinlich für. So rum komme ich da nicht. Alter! Finne! Was zum Teufel? Au! Ja, gib mir ein Bitchlap. Ja, ey, Alter, ich will hier durch! Gibt es hier irgendwas, was mir jetzt hilft? Nö. Ja. Tolle Wurst. Ey, ich hasse diese Hetzerei. Ich will doch nur in die scheiß Eingangshalle.
Wieso kommt der Arsch denn jetzt schon? Ich glaube, das macht sogar gar kein, so wirklich null Sinn, auf den zu schießen. Ich verballere nur meine ganze Scheiß-Muni an den. Jetzt haben wir schon mal das Buch. Wir haben die Hand. Wissen wir, wo sie ist? Wir haben. Ich gehe, glaube ich, gehe gleich erstmal. Ich gehe jetzt noch einmal Richtung Safe-Raum. Nehme mir eine Heilung mit. Und werde Buch und Statue kombinieren. Das heißt, ich nehme jetzt einmal. Ich mache mir jetzt einen Moment. Ich kann mir. Zack. Da habe ich wieder Säuregranaten. Sehr schön. Jetzt haben wir schon. Wie viel haben wir denn jetzt von denen überhaupt? Zwei. Och, ein paar haben wir. Das ist gut, damit kann ich leben. Einmal Heilung. Benutzen. So, wo war die Statue? Statue. Statue, 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 Statue. War die in 1? Oder war die in 2? Was ist das denn hier? Schlüsselkarte. Ja, die war in 2. Moment. Das heißt, ich bin jetzt hier. Ach, die ist auf der ganz anderen gegenüberliegenden Seite. Aha. Das heißt, ich muss einmal komplett erstmal rum. Okay. Weil dann kann ich mir auch hier im Waffenschrank die MQ11 mal 20 holen. Ja. Würde ich so machen. Nur jetzt die Frage: Wie kommen wir wieder Richtung Eingangshalle? Das geht ja nur über die untere Ebene hier anscheinend. Die Tür ist zu. Wenn ich jetzt hier lang gehe, hier lang, da war der Licker. Und da kommen wir nicht wieder retour. Irgendwie habe ich mich, glaube ich, in eine Sackgasse manövriert. Ich glaube, ich muss mich gleich mal offscreen hier echt mal umgucken. Wir haben den Code auch für die Laienstatue. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Aber so viel gehittet wurde ich ja noch nicht mal mit Leon. Naja, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Freut mich, dass ihr daran Spaß hattet. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.